seid Familienfilm-Fan, dann frage ich eigentlich schon, dass viele anders sind. Ich bin gerade entführt worden, wie Sie wahrscheinlich wissen. Warum? Was wollen Sie von mir? Du wirst gleich verstehen. UE-Theater, du bist von dieser Theatergruppe, UE-Theater. Ü-Theater, Insider sagen, Ü-Theater kommt von Überbau. Wie du willst. Ich habe gehört, ihr seid politisch. Ja. Auch kommunalpolitisch. Ich hab's. Ihr seid zum Verfassungsschutz. Und tschüss. Hey, setzen! Verfassungsschutz? Eher nicht, nein. Obwohl... Lass mich gehen! Mafia. Mein Freund, ich bin ein Abgesandter der Mafia. Drangheta, Camorra, was du willst. Mafia? Regensburg interessiert uns sehr. Ihr seid alle so schön käuflich. Unsere Theatergruppe ist nicht käuflich. Auch ihr habt euren Preis, mein Freund. Und schon bin ich beim Thema. Unsere Organisation hat gewisse Nachwuchsschwierigkeiten. Gutes Personal ist schwer zu finden heutzutage. Kurz, wir wollen die besten Regensburgs rekrutieren. Da kommt ihr ins Spiel. Hä? Ihr sollt für uns ein Theaterstück schreiben. Ein Theaterstück mit Späßchen, Drama, Amore und Musik. Wir wollen keine langweiligen Personalbögen lesen. Wir lieben die Kunst. Und wir wollen von Regensburg lernen. Warum wurde Regensburg so herrlich korrupt und so wunderbar opportunistisch? Die perfekte Beute für jedes Mafiosi-Herz. Das wollen wir wissen. Ein Theaterstück? Über eure Besten. An die Besten der Besten werden Preise vergeben. Die Mafia sucht die Superschurken? Könnte als Titel vielleicht etwas zu plakativ sein. Wir suchen keine klassischen Schurken. Die sind wir ja selber. Wir suchen Personal. Windelweiches, völlig moralfernes, völlig rückgratloses Gesindel, ohne die keine Schurkerei der Welt möglich wäre. Die nehmen wir dann mit nach Bella Italia oder andere Dependancen. Abgemacht. Abgemacht? Abgemacht, wir schreiben das Stück. Es wird sich für euch lohnen. Ich weiß. Eigentum Ma mit Brusttrommeln. 3, 4. Ma! So, was machen wir jetzt? Weitergeben? Okay.
Hallo, liebe Leute. Sorry, zu spät, aber ich habe super gute Nachrichten. Lässt uns das Studentenwerk wieder an der Uni spielen? Nicht ganz, aber fast. Alle bekommen wir sie los. Alle. Bitte zuerst die W-Fragen. Wen, wann, warum? Wen? Alle, die wir wollen. Prima. Trump, Xavier Naidoo, Beatrix von Storch. Nein, die leider nicht. Nur aus Regensburg. Aber da alle, zumindest fast alle, also die Besten. Ich meine, das heißt, die Schlimmsten. Wir müssen nur ein Theaterstück schreiben und da können wir aufstellen, wen wir wollen. Lustig, mit Drama, Amore und Musik. Und die Besten, also ich meine, die Schlimmsten, die bekommen einen Preis und die nimmt die Mafia mit. In einem Sack oder was? Ernsthaft, wir können so richtig die Sau rauslassen. Da machen wir ein Kabarett draus und das führen wir überall in Regensburg auf. Und wenn die Leute das sehen, dann gehen ihnen die Augen auf. Und niemand lässt sich mehr verarschen. Und die Leute werden anfangen, ihre Sachen selber zu regeln. Und aus Regensburg wird endlich ein Utopia. Versteht ihr noch was? Wen? Warum? Wieso? Weshalb? Sorry, tief atmen, Eigenton. Also, es war so. Hochverehrtes Publikum, Sie werden nun eine Welt-Uraufführung erleben. Etwas noch nie Dagewesenes, nicht auf der Erde und nicht im gesamten Universum. Ein Theaterstück mit Späßchen, Drama, Amore und Musik. Und ein Theaterstück mit Preisen. Echt wahr. Und dabei wird nicht irgendwer nominiert. Nein, nur die Besten der Besten. Die Creme de la Creme. Es wird ein wahres Schaulaufen der Monstrositäten sein. Echt wahr. Willkommen im Kabinett des Dr. Caligari. Unser erster Akt führt uns tief hinein in die Regensburger Sumpflandschaft. Dafür brauchen wir aber eigentlich noch Requisiten. Von euch hat keiner Handschellen dabei, oder? Nee, okay. Dann suche ich mal kurz was. Männlein mit Zähnen gar fürchterlich, mit glubschigen Augen so groß und so rund und ein Bärtchen gar widerlich. Der wurde Meister von Rengsburg gar viele Jahre lang, geschmiert von seinen Spezies und Spezeln der großen Bauwirtschaft. Geschmiert von seinen Spezies und Spezeln der großen Bauwirtschaft. La 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 la. Die Spenden flossen gar reichlich und stetig und auch Geschenke fein. Erfreuten sehr dem bärtigen Flieger und reisen per Yacht obendrein. Und als der Meister beendet sein ach so schweres Amt, da wurde er Berater bei Tretzel, 20.000 im Monat, hurra. Da wurde er Berater bei Tretzel, 20.000 im Monat, hurra. La 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 la. Es war einmal ein blässliches Männlein am Kopf, kein einzig Haar. Der wurde auch in Regensburg ein Meister, doch schaffte er kaum 3 Jahr.
Er wollte sein wie sein Vorbild, der große Abstaubär. Doch ach, er stellte sich gar zu blöd an und war kein Meister mehr. Doch ach, er stellte sich gar zu blöd an und ward kein Meister mehr. Danke, danke. Verehrtes Publikum, schreiten wir zu unseren ersten Nominierungen. Bitte etwas spannungsgeladene Musik. Sehr schön. Für unseren Preis der Besten der Besten, der Superstars aus Regensburg, nominieren wir Alt-Oberbürgermeister Hans Scheidinger als Regensburg-Bauernschlausenabstauber aller Zeiten. Nominieren wir für unseren Preis der Besten der Besten, der Superstars aus Regensburg, Joachim Wohlwerks als schlechtesten Scheidinger-Imitator aller Zeiten. In der nächsten Szene befinden wir uns, ach, seht selbst, Sie können mir glauben, dass ich mich seit Beginn der Ermittlungen mir gegenüber immer wieder täglich hinterfragt habe. Habe ich etwas falsch gemacht? War ich beeinflussbar? Hat es tatsächlich nicht sachgerechte Entscheidungen gegeben? Aber es gab und gibt nichts zu gestehen. Ich war nie bestechlich und alle, die mich auch nur ein bisschen kennen, die wissen das. Sollte ich schuldig gesprochen werden, für den Fall habe ich erklärt, was ich tun werde. Natürlich würde ich mich aus der Politik verabschieden. Das ist doch sonnenklar. Was die Wahl betrifft, habe ich eine Bitte an Sie. Ich will es nochmal packen. Ich will nochmal Oberbürgermeister dieser Stadt werden und bewerbe mich deshalb für dieses Amt und möchte Sie sehr, sehr herzlich darum bitten, mir die Chance zu geben, meine Arbeit fortzusetzen. Sie wissen, dass ich mit einer ganz engagierten Truppe unterwegs bin, lauter Kandidatinnen und Kandidaten der Stadtratsliste Die Brücke. Deshalb bitte ich Sie auch, Ihre 50 Stimmen für den Stadtrat diesen Kandidaten und Kandidaten zu geben. Es geht um die Zukunft unserer Stadt und es geht um Ihre Zukunft. Ich glaube, ich habe bewiesen, dass ich es kann. Und ich bin noch voller Ideen und voller Leidenschaft und voller Energie. Und die Kandidatinnen und Kandidaten der Brücke sind es auch. Also bitte, gehen Sie zur Wahl und schenken Sie mir wieder das Vertrauen. Ich möchte wieder Oberbürgermeister dieser Stadt werden. Bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut. Ich zähle auf Sie. Herzlichen Dank. Joachim, das war super. Ein Wahnsinn. Ich war nie bestechlich. Wenn das kein Beweis ist, na weiß ich es auch nicht. Genau. Und dass du zurücktrittst, wenn du verurteilt wirst, da kann keiner mehr was sagen. Aber bist du nicht eigentlich schon wegen Bestechlichkeit und Vorteilsnahme? Ach, von so einem blöden Gericht verurteilt werden, das zählt doch nicht. Stimmt! Leute, ich muss mal telefonieren. Schaut dir mal die Aufnahmen durch. Mach mal. Hallo, ist das Bauteam Tretzel? Hier ist der Oberbürgermeister. Ja, der Suspendierte. Ist der Herr Tretzel auch da? Danke. Hallo Volker, du, ich habe mir überlegt, das mit der Wahl. Ich weiß nicht, ob die Rengsburger nur mal so blöd sind. Deshalb habe ich mir gedacht, also ein Beraterjob, wie dann der Hans gekriegt hat, 20.000 Euro, das kann ich doch auch machen, oder? Hallo? Hallo? Aufgelegt. Ich habe bewiesen, dass ich es kann. Und wie? Alle Wahlversprechen hat der Koltner. Jetzt Wahnsinn, ey. Obwohl, als Michelstift hat er zugemacht. Obwohl er versprochen hat, die Altenpflege wird ausbauen. Du Depp, du! Hast du das Wahlprogramm von der Brücke nicht gelesen? Da steht, er hat das Michelstift zumachen müssen, um die städtische Altenpflege zukunftsfest zu machen.
Und darum geht's ja, um unsere Zukunft. Genau. Hallo Thomas, ich bin's, der Wolli. Du, ich hätte eine super Idee. Ich mein, ich werde zwar wieder Oberbürgermeister, aber wenn nicht so, Beraterjob beim Immobilienzentrum für 10.000 Euro im Monat, das kann ich mir gut vorstellen. Und 5.000? Hallo? Hallo? Sie fix? Mit einer ganz engagierten Truppe. Da meint er uns. Ja, ist das nicht furchtbar nett von ihm? Er denkt allweil an die kleinen Leute. Ehrlich, wenn er mich so anschaut, wird mir ganz anders. Mir auch. Ich glaub, ich bin verliebt. Hallo Martin, bei Schmack Immobilien gibt's doch immer gute Leitbrauen. Ich bin auch ganz billig, 1.000 Euro im Monat. Oder weißt du, du bist 500, so als Berater. Und kosten tut dir das auch nichts, weil mir kannst du ja von der Steuer absetzen. War das nix? Hallo? Hallo? Solche hinterfotzigen Obergeschäftler. Aber wart's, wenn ich erstmal so richtig auspacke, dann werd's euch noch anschauen. Joachim, was hast du? Was ist denn? Du wirst bestimmt wieder Bürgermeister. Ganz bestimmt. Die Leute weinen ja schon, weil es einer so leid tut. Genau, die wissen doch, dass du sonst nichts kannst. Armer Wolli. Einen herzlichen Applaus für unsere LaiendarstellerInnen aus der Politik. Und nun wieder zu den Nominierungen. Für unseren Preis, der Besten der Besten, der Superstars aus Regensburg, nominieren wir die Stadtratsliste Die Brücke als treulosten Fanclub aller Zeiten. Verschwinden Sie! Jetzt bin ich dran. Hopp, hopp! Ich bin Q. Wer kennt mich? Oder so? Ihr Banausen! Ich bin Q aus der Serie Star Trek. Hier heißt sie Raumschiff Enterprise. Wie abgeschmackt! Der allmächtige Q, Bewohner des ewigen Kontinuums, der Q. Warum habe ich mich aus meinen Gefilden zu euch herabgelassen? Aus einem ähnlichen Grund wie die hochehrenwerten Banditen der Mafia. Ich suche Nachwuchs. Apropos, ist Frau Malz Schwarzfischer hier? Nein, nicht. Nun, glücklicherweise bin ich allmächtig. Malz Schwarzfischer, erscheine! Entschuldigen Sie bitte, ich bin gerade etwas desorientiert. Gerade war ich doch noch beim Überreichen einer Spende. Spende? Habe heute schon 11.000 Euro von Berufsschülern an den Frauennotruf übergeben, 2.000 Euro von einem Frauenverein an arme Seniorinnen und eben gerade 510 Euro der Polizeiinspektion Süd für die Aktion Kinderbaum der Waisenhausstiftung. Sie überreichen Geld von anderen an andere. Warum? Als ehemalige Sozialbürgermeisterin werde ich auch in meinem neuen Amt darauf achten, dass in einer reichen Stadt wie Regensburg niemand abgehängt wird. Das ist in der momentanen Situation... Ach, Jungchen! Stehst du auf der Leiter oder was? Wer hält denn immer frech wie Oscar den riesigen Scheck in der Hand für eine verlogene Pressewelt? Ich komme rüber wie Mutter Teresa und habe einen Scheiß getan. Perfekt, stoppen! Die Klügeren unter euch haben es sicher schon verstanden. Immer wenn ich dieses archaische Ding betätige, spricht mein Gegenüber plötzlich die Wahrheit. Lustig, nicht? Läute ich erneut, vergisst die betreffende Person augenblicklich das Intermezzo und spricht wieder den üblichen Schmonsens. Und weiter geht's. Erstmal wieder Schmonsens. Liebe Frau Oberbürgermeisterin Malz Schwarzfischer, erzählen Sie uns doch von weiteren Ihrer sozialen Heldentat. Gerne. Im Dezember 2015 habe ich erstmals dem Stadtrat über den aktuellen Stand der Armutsbekämpfung berichtet. Aus ihm geht deutlich hervor, dass wir keine Zeit verloren und frühzeitig Verbesserungen
für von Armut bedrohte Bürgerinnen und Bürger eingeleitet hatten. Ein oft diskutiertes Beispiel hierfür ist der Stadtpass, dessen Inanspruchnahme sich rapide entwickelt hat. Das freut mich sehr. Über den Stadtpass bin ich richtig glücklich. Wer hat's erfunden? Ich doch nicht, so ein Schmarrn! Was so ein Stadtpass kostet! 2008 sind die Sozialinitiativen mit ihrem Sozialticket für den ÖPNV zum ersten Mal dahergekommen. Dann 2010 wieder, dann 2011, jetzt als Stadtpass, dann 2013. Jedes Mal haben wir von der SPD den Blödsinn abgelehnt. Dann hat 2014 das unverschämte Armutsforumer Bürgerbegehren gestartet. Pro Stadtpass. Ja, dann haben wir mehr oder weniger müssen. Verkehr. Die Altstadt als Identifikationsort für alle Regensburgerinnen und Regensburger soll autofrei werden. Gleichzeitig müssen wir den Busverkehr deutlich attraktiver und günstiger machen. Die Politik kann immer etwas tun. Wissen Sie was? Der Verkehr macht mir am meisten Spaß, weil man da den größten Unsinn labern kann. Da hat sich mal ein Bürger beschwert, weil das Öko-Ticket um über 11% teurer geworden ist. Wissen Sie, was ich dem geantwortet habe? Ich lese gerne vor, weil ich so stolz darauf bin. Grundsätzlich hat die Stadt Regensburg keinen Einfluss auf die Tariferhöhungen bzw. die Tarifstruktur. Der Witz, die Regensburger Verkehrsbetriebe sind eine hundertprozentige Tochter der Stadt. Die gehört uns. Und wer ist die Aufsichtsratsvorsitzende vom RVV? Wohnen. Eine Deckelung der Miete nach Sanierungen, darüber denken wir nach. Weil durch die vielen hochpreisigen Wohnungen der Mietspiegel automatisch steigt. Den Mietspiegel haben wir 2014 und 18 gegen die Stimmen von den Mietervereinigungen verabschiedet. Er war denen zu unsozial, weil die Eigentümer die Kriterien bestimmt haben. Bis zu 40% Mietsteigerung hat der neue Mietspiegel erlaubt. Super, oder? Nur wenn der Stadt so teuer ist, wie es gerade geht, dann lohnt es sich für die Investoren. Und das Beste, in einer teuren Stadt gibt es weniger Arme, weil die sich die Stadt ja gar nicht leisten können. Das ist Armutsbekämpfung à la Rendsburg. Verwaltung. Wie mein Kollege Klaus Rapper so richtig sagte, jetzt ist Kontinuität wichtig. Ich habe die Verwaltung in den letzten 6 Jahren als äußerst engagiert und kompetent erlebt. Aber ich habe doch noch gar nicht geklingelt. Dass ich öffentlich sagen kann, ich bin für Kontinuität, obwohl wir einen der größten Immobilienskandale haben. Deutschlandweit. Und dass mich die Leute trotzdem wieder zur OB gewählt haben. Das ist einfach zum Schiersten, das ist einfach unglaublich. Und ich finde es einfach unglaublich, wie ideal Sie in unser Anforderungsprofil passen. Sie geben sich sozial, könnten aber kaum gegenteiliger handeln. Verkünden revolutionäre Maßnahmen, Begrenzung der Miethöhe, autofreie Altstadt. In Wirklichkeit aber verschlimmern Sie alles. Sie sagen, Politik könne immer etwas tun. Aber wenn es darauf ankommt, erklären Sie sich für nicht zuständig. Kurz, Sie täuschen Wandel vor, damit alles bleiben kann, wie es ist. Profiteure profitieren und Ausgeschmierte werden weiter ausgeschmiert. Und das Beste, Sie kommen damit durch. Das ist eine hohe Kunst, eine wahre Superkraft. Denn nur wer glaubhaft Wandel vortäuscht, kann alles beim Alten belassen. Liebe Frau Malz-Schwarzfischer, Sie sind wahrhaftig würdig. Sie dürfen ins Kontinuum aufsteigen. Wir danken Herrn Q und Frau Oberbürgermeisterin Gertrud Malz-Schwarzfischer für diese realitätsnahe Darstellung. Nun aber wieder zu den Nominierungen. Für unseren Preis der Besten der Besten. Der Superstars aus Regensburg nominieren wir Frau Oberbürgermeisterin Gertrud Malz-Schwarzfischer zur kontinuierlichsten Förderin des Regensburger Sumpfes aller Zeiten. Soweit zum Akt Korruption. Nun begeben wir uns auf ein anderes Glatteis, auf das Gebiet von Klatsch und Tratsch
Inzucht und Geld und des niedrigstmöglichen Kulturniveaus. Wir beginnen mit einem fast original nachgespielten Beitrag des Regionalsenders TVA über eine leider unvermeidliche Person des veröffentlichten Lebens in Regensburg. Haben Sie das Schloss gut drauf? Ja, hab ich. Ah, und auch ein paar Stände, schön mit Lichtern. Ei, freilich, schön mit Lichtern. Und ich fast bei mir alles. Na? Wie? Ihre Durchlaucht, bei Ihnen passt wie immer alles super. Wie könnte es auch anders sein? Oder? Keine Probleme, Frau Durchlaucht. Alles gut. Der Herr Kittel von der Regensburger Stadtzeitung hat Ihnen sicher gesagt, dass der Beitrag gut werden muss. Hat er. Oder bestimmt räumt da wieder. Der TV und dem Z, da ist ein Bagage. Gut, dann fangen wir an. Schalten Sie Ihre Kamera bitte auf. Aufnahme. Zu Befehl. Ich meine, Sie können, Moment noch, ich muss noch etwas einblenden. Im Originalbeitrag war das aber nicht da. Ja, drum mache ich es ja jetzt, weil das ist jetzt eine Vorschrift im Kabarett. Aha. Achtung, Aufnahme, Aufnahme läuft. Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren von TVA Regensburg. Ich werde Ihnen jetzt Ihre altbekannte Moderatorin, Frau Petra Stickel, vorstellen. Guten Abend, Frau Stickel. Guten Abend, Durchlaucht. Neben mir steht Ihre Durchlaucht, Frau Gloria von Turn und Taxis, die diesen wunderschönen, bezaubernden Weihnachtsmarkt hier bestückt hat. Nicht bestückt, aber beherbergt. Beherbergt ist der richtige Ausdruck, ja. Und Sie wollen uns also zeigen, was hier alles so los ist, wie die Gäste hier sich fühlen und vielleicht haben Sie auch den einen oder anderen Lieblingsstand. Genau. Mein Ziel war, Ihnen heute zu zeigen, wo ich am liebsten hingehe, was mir am besten gefällt und vielleicht finden wir auch den ein oder anderen Besucher, der Lust hat, auf unsere stechenden Fragen zu antworten. Ja, da bin ich gespannt drauf. Ines. Zuerst gehen wir zur Honigdame. Alles aus Honig und Bienen. Auf geht's! Grüß Gott! So, und ich darf Ihnen jetzt hier gleich mein Lieblingsprodukt präsentieren. Und zwar diesen wunderschönen Bienenhonig, der noch in der Wachswabe ist. Das mit dem Wachs ist ein sensationeller Genuss. Haben Sie das schon probiert? Nein, noch nicht. Das kann ich Ihnen sehr empfehlen. Liegt das bei Ihnen unterm Weihnachtsbaum für irgendjemanden? Schon zum Nikolaus verschenkt. Schon verschenkt. Jetzt muss ich gleich beim. Jetzt aber ganz kurz gefragt, wie ist es bisher gelaufen? Ja, es geht, ne? Die Leute gucken jetzt bloß noch. Aber es war einfach zu früh. So langsam fangen sie das Kaufen an. Falsche Antwort. Also, wenn ein Händler sagt, es geht, dann läuft es bombig. Ein Ausflugsmarkt, hat sich wieder hindert. Trinken Sie eigentlich Glühwein? Nein! Also keine Glühwein. Also, wir sagen das natürlich nicht weiter. Selbstverständlich, wir lieben Glühwein. Wir laufen völlig betrunken über den Markt. Aber unter uns ist mir zu süß. So, was trinken Sie denn lieber? Mineralwasser mit Zitrone. Ehrlich? Das Gasl für 10 Euro, ne? Ja. Auch zu dieser kalten Jahreszeit? Ja, ich trinke schon auch gern mal einen Schnaps. Ja, geh mal doch zum Schnapsstand. Geh mal zum Schnapsstand. Oder, also, nein, das haben wir uns noch nicht verdient. Jetzt wird zuerst gearbeitet. Ich sag genau die richtig. Oh, und zum Schluss gehen wir zum Schnapsstand. Zum Schluss dann, okay. Auf geht's! Ja, wollen wir mal eine Kostprobe machen? Ja, ohne Ende, ich habe... Durchlauf, Sie naschen doch nicht! Also, das ist ja kein Naschen, das ist ja auch Arbeit. Hier wird gekostet. Wir sind auch nicht beim. Gut, fangen wir an. Wir haben Amaretto, Eierlikör, Rum. Ein Amaretto bekommen wir. Ein Amaretto, so aufhalten. Und für den Kameramann brauchen wir auch was? Mein Lieblingssort,
der muss arbeiten. Die kannst du schon? So, ja, ja, anschließend nach dem Arbeiten. Dankeschön, Chefin. Dankeschön. Ganz gut. Es gibt ja auch den neuen Kinderbereich. Ja, ist der nicht wunderschön? Ja, der ist toll. Ja, ich bin auch ganz begeistert. Der ist so richtig romantisch. Kommt denn die ganze Familie? Ah, nein, weil meine Tochter hat gesagt, das Baby ist gerade neu geboren, gerade getauft worden und das ist dir zu anstrengend. Ja, kann ich auch verstehen, aber an die Oma denkt natürlich wieder niemand. Doch, ich denk dran. Ich halt's nimmer aus. Hätten Sie denn lieber eine Auster oder lieber Champagner? Lieber einen Champagner. Ja, sehen Sie, würden Sie uns das kredenzen? Ja, sehr gerne. Ah, wunderbar. Essen Sie eigentlich Austern? Och nein, ich hasse Austern. Ich hab's mit Delikatessen nicht so. Ich sag dir damit, wie gerade den Champus gestellt hast. Echt? Ach nein, ich mag mehr so ganz einfache Volks. Also Otto Normalverbraucher denkt ja, so ein Riesenschloss, eine Fürstin. Ah ja, die Fürstin. Ah, Kaviar esse ich gerne. Okay. Ah, Lachskaviar esse ich sehr gerne. Nur die Auster, das wabbelt mir zu viel. Stimmt. Gar nichts stimmt da. Gar nichts. Es war mir eine Ehre. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ein wunderschöner Weihnachtsmarkt. Eine wunderschöne Atmosphäre. Ich hoffe, Ihre Wünsche gehen in Erfüllung. Ich bedanke mich auch und wünsche alle Regensburgern und Regensburgerinnen eine frohe und gesegnete Adventszeit. Ja, besuchen Sie uns noch oft. Hier ist was los und vielleicht gehen wir auch noch mal über den Markt, haben wir gerade besprochen. Wenn Sie wollen, ich bin da. Also, wenn die Zuschauer das gut finden, wenn sie ausstellen, dann machen wir es nicht mehr. Dominus, das ist doch eine Aufzeichnung und nicht live. Aber wenn Ihnen das Spaß gemacht hat, ja, dann machen wir es gerne wieder. Na. Wir haben ja viele Stände noch gar nicht besucht. Aber ich bedanke mich bis dahin bei Ihnen und verbleibe eure Fürstin. Gloria! Gloria! Darf ich jetzt? Ach, immer, Frau Sticke, immer. Sie wissen ja, Sie sind meine Lieblingsmoderatorin. Danke, Durchlauch. Das ist zu gütig von Ihnen. So, geht's so bei Ihnen? Ja, Sie machen das wunderbar geschmeidig, Frau Sticke. Erste Szene mit mir, wo? Frau Tod und Taubnix begibt sich nun auf die Empore ihres Schlosses zum alljährlichen und allseits gefürchteten Weihnachtsliedergrün. Dabei wird sie von einer Rockband begleitet, die geradezu archetypisch für die Regensburger Kulturschickeria steht. Hallo und frohe Weihnachten auf unserem wunderbaren, romantischen Turn- und Taxis-Weihnachtsmarkt. Ruhe da unten auf den billigen Plätzen. So, wir freuen uns, dass auch heute die Band Sacco und Manchetti gekommen ist, um mich kräftig mit ihren Rock- und Popkünsten zu unterstützen. Kommt mal hier jetzt mal. Was ich euch schon immer mal fragen wollte, wie seid ihr eigentlich auf euren so kleidsamen Namen gekommen? Sacco und Manchetti. Ja, da hat es einmal, Vorsicht Fürstin, zwei Anarchisten gegeben. Huch! Keine Angst, die leben nicht mehr, die wurden hingerichtet. Ach Gott sei Dank! Ja, und die Jean Weiss, die hat uns ein Lied über dich gesungen. Das kennst du bestimmt. Here's to you, Nicola. Das singen wir jetzt nicht. Ja, und irgendwer hat dann statt Sacco und Manchetti, so haben die zwei Anarchisten nämlich geheißen, Sacco und Manchetti gesagt, also Sacco und Manschettenknöpfe. Und das haben wir so lustig gefunden, dass wir dabei geblieben sind. Ach,
eine schöne Geschichte. Fast schon eine Weihnachtsgeschichte. Und was spielen wir als erstes? Ihr Kinderlein kommet. Ha, oh, kommet zuhauf. Ja, das wollen wir. Auf geht's. Ihr Kinderlein kommet, oh, kommet noch all zur Krippe herkommet in Bethlehems Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel scheiße. Warum haben Sie das getan? Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. In der nächsten Szene befinden wir uns am Himmelstor. Noch eine kleine Anmerkung vorweg. Uns ist es natürlich besonders wichtig, die vorangegangenen Ereignisse so realitätsnah wie nur irgendwie möglich darzustellen. Dabei benutzen wir die Originalzitate der Persönlichkeiten, die oft arg und menschenunwürdig sind. Davon distanziert sich das Ü-Theater ausdrücklich. Trotzdem, habt viel Spaß mit der nächsten Szene. Ich bin's doch, die Gloria. Wer? Gloria von Thurn und Taxis, Gottes treueste Dienerin. Tja, da muss ich Sie leider enttäuschen. Es gibt keinen Gott. Was? Sie spinnen doch. Das ist ein Scherz. Wo ist die versteckte Kamera? Kein Scherz, aber wenn Sie zu Frau Allah wollen, da könnte ich was machen. Eine Frau und ein Moslem? Wo ist die Kamera? Keine Kamera. Ist so. Oh, und der Petrus? Ich bin doch hier. Petra. Petra! Aber. Beruhigen Sie sich. Ich war eine Frau im Körper eines Mannes. Jetzt bin ich im richtigen Körper und glücklich. Aber. Ich vermute, Sie wollen Einlass. Ja, in den Himmel. Aber das hier... Und warum wollen Sie in den Himmel? Ja, weil ich ein Anrecht darauf habe. Ich habe immer nach dem Fingerzeig Gottes gelebt. Schwierig, da es ja keinen Gott gibt. Ach Sie, Sie haben ja keine Ahnung. Aha, dann schießen Sie mal los. Warum wollen Sie denn in den Himmel? Ja, weil ich ihn verdient habe. Ich habe immer auf der Seite der Guten gekämpft. Gegen die... Homosexualität zum Beispiel. Falsche Antwort. Die Schwulen und Lesben wurden von der heiligen Göttin erschaffen. Falsch! Der große Durcheinanderbringer und Verwirrer war das. Er hat auf der Erde fröhliche Urstände gefeiert. Aber ich habe ihn zurückgedrängt. So. Und was noch? Ja, wie ein Löwe habe ich die Kirche verteidigt gegen die gemeinen Anfeindungen der Antichristen, dass die hochverehrten Bischöfe den Missbrauch von unschuldigen Kindern erst ermöglicht hätten, weil sie nichts getan haben. Das ist doch totaler Schmarrn. In jeder Schule, in jedem Sportverein gibt es dieses Phänomen und wird es auch immer geben. Man geht gerne auf die Kirche los und das ist ein gefundenes Fressen. Sie finden es in Ordnung, wenn Pfarrer sich an Kindern vergreifen? Ja, natürlich nicht. Aber daran sind ja nicht die hochverehrten Pfarrer und Bischöfe schuld, sondern diese Grünen und Linken mit ihrer Frühsexualisierung von armen, unschuldigen Kindern. Sexualunterricht an Schulen, das ist ja auch eine Form von Kindesmissbrauchs. Da wird Frischfleisch gezüchtet. Nun gut, dann schauen wir mal in das große Buch.
Schwarze haben AIDS, weil sie zu viel schnackseln. Ja klar, der Schwarze schnackselt gerne. Schützen kann man sich nur durch Treue. Den Papst dafür verantwortlich zu machen, den Benedikt natürlich den richtigen, weil er gegen Kondome ist, das ist wirklich absurd. Franziskus mögen Sie nicht. So. Franziskus! Das Kirchenoberhaupt hat die heidnische Göttin Pachamama angebetet und die Kirche des Apostels Petrus entweiht. Ich fühle mich nicht entweiht. Ja, Sie, was verstehen Sie schon? In meinem Buch steht, Sie haben Papst Franziskus zu öffentlicher Buße aufgerufen, wegen Götzendienst. Warum steht das da? Für den Glauben zu kämpfen ist doch keine Sünde. Hochmut ist sogar eine Todsünde. Und den Papst zu öffentlicher Buße aufzurufen, ist schon eine ganze Menge Hochmut für ein einfaches Herdenschaf. Ha! Ich bin kein Herdenschaf! Ich bin Ihre Durchlaucht! Flüchtlinge sind eine Art Krieg? Diese Völkerwanderung, die hier auf uns zuströmt, auf eine gewisse Art und Weise, ja. Deshalb haben Sie gesagt, genießen Sie noch das Golfspielen, solange es geht? Was ist daran schon wieder falsch? Viktor Orban, ein Held. Er hat sein Volk in die Freiheit geführt, ein Held, ja. Auch Donald Trump. Ha! Die einzigen beiden Menschen, die uns in der heutigen Zeit noch Klarheit geben, sind Donald Trump und Gerhard Ludwig Müller. Kardinal Ludwig Müller, der Covid-19 für ein Vorwand hält, Zitat, für die Schaffung einer unkontrollierten Weltregierung fremder Mächte? Ja, die Religionsfreiheit wird eingeschränkt. Oh je, auch den Klimawandel leugnen Sie. Das ist eine systematische Irreführung. Totale Spinner beherrschen das Thema. Es wird suggeriert, der Mensch hat Schuld am Klimawandel. Spinner wie Greta Thunberg. Ach, eine Ungeheuerlichkeit. Ein autistisches Mädchen führt die Klimadebatte an. Jetzt reicht's mir aber mit Ihrer Fragerei. Die Frau Stickel von TVA und die Frau Speer von der Mittelbayerischen haben mir nie so schwierige Fragen gestellt. Nun gut, dann kommen Sie rein. Wie? Einfach so? Ja, Religionsfreiheit. Alle dürfen dahin, wo sie wollen. Oha! Gerade läuft im Himmel ein Konzert der Band Revolverheld. Revolverheld, die mag ich nicht so. Ach ja, hier steht, die haben bei den Schlossfestspielen gesagt, wir spielen auf dem Grund einer Frau, mit deren Werten wir überhaupt nicht übereinstimmen. Und zugucken durften sie auch nicht. Wie wär's dann mit der Hölle? Da spielt gerade Xavier Naidoo. Xavier Naidoo? Wirklich? Ja. Und alle ihre Kumpels sind auch da. Kardinal Müller, Kardinal Meissner, Matteo Salvini, Steve Bannon, Jesus. Jesus? Aber Sie sagten doch gerade, es gibt keinen Gott. Gibt es ja auch nicht. Sind ja drei. Die heilige Dreifaltigkeit. Und die gebenedeite Jungfrau Maria. Jungfrau? Geschwängert vom Vater, der zugleich ihr Sohn ist? Leck mich am Arsch. Sodom und Gomorra sind ein wahrer Kindergeburtstag gegen das Sündenbabel der heiligen Dreifaltigkeit. Das verstehen Sie nicht. Meine geliebten Kardinäle, ich komme. Hui! In Ewigkeit. Amen. Für unsere Nominierungen, für unseren Preis der Besten der Besten, der Superstars aus Regensburg, nominieren wir Kleinunternehmer Peter Kittel als Organisator der peinlichsten Regensburger Veranstaltungen aller Zeiten. Für unseren Preis der Besten der Besten, der Superstars aus Regensburg, nominieren wir TVA-Klatschreporterin Petra Stickel für das beste Arschkriecher-Interview aller Zeiten. Als nächstes nominieren wir in der Kategorie Kultur Tut und Taugt nix Begleitband Sacco und Manchetti als geschmackloseste Musiker aller Zeiten. Und schließlich
schließlich nominieren wir in der Kategorie Lebenswert Frau tut und taugt nichts als bislang dichteste Ansammlung aller Art von Blödsinn, die jemals gemessen wurde. Im nächsten Akt begeben wir uns von den Niederungen des Hochadels zu den Niederungen der höheren Bildung. Sprich, an die Uni. Dort ereignete sich vor einigen Jahren ungefähr Folgendes. Theater an der Uni? Theater an der Uni? Also, hier steht Audimax. Da spielen Sie auch manchmal Theater. Ja, aber Theater an der Uni ist bestimmt woanders. Dann wird die Aufführung hier, würde auf der anderen Karte bestimmt Audimax stehen. Also, hier steht Studententheater. Studententheater? Nein, da spielen sie bestimmt was Nackertes oder so, avantgardistisches Zeug. Oder gar politisches mit Zeigefinger. Da hätte ich heute überhaupt keine Lust drauf. An einem Theater an der Uni aber gibt es bestimmt eine Sache mit Niveau. Ah, da kommt jemand. Junger Mann. Könnt ihr uns sagen, wo das Theater an der Uni ist? Da soll heute eine Aufführung sein, aber wir finden es nirgends. Sie stehen davor. Aber da steht doch Studententheater über der Eingangstür. Ja, aber es ist wirklich das Theater an der Uni. Hat irgendwie zwei Namen. Zwei Namen? Wird dann an diesem Theater an der Uni Studententheater gespielt? Also was Nackertes? Oder Politisches? Nein, hier geht es braver zu wie auf einem katholischen Kaffeekränzchen. Na, dann ist ja gut. Dann gehen wir eben ins Studententheater. Das aber Theater an der Uni heißt. Spricht nicht gerade für die Öffentlichkeitsarbeit der Betreiber. Zwei Namen und dann noch so beliebige Allerweltsnamen. Da haben Sie recht. Vielen Dank, dann gehen wir mal. Komm, Schatz. Ein besserer Name. Mal überlegen. So taufe ich dich, das Theaterhaus, das wo an der Universität gelegen ist und einen Gebäudeteil des Studentenhauses darstellt, zwischen Pizzeria und Mensa, auf den wunderschönen Namen, wie soll das Kindlein denn heißen, Frau Geschäftsführerin Frammelsberger vom Studentenwerk? Theater an der Uni. Ist das auch Ihr Wille, Herr Kanzler Blomeyer von der Universität? Entschmorn, Studententheater. Nein, Theater an der Uni. Dran steht Studententheater und so heißt es auch. Ich will aber Theater an der Uni, weil eine Theatergruppe heißt Regensburger Studententheater. Dann denken alle, die sind Betreiber des Theaters, heißt, nicht wir. Mir wurscht, Studententheater heißt, ich die Uni bin Eigentümer. Theater an der Uni heißt, ich das Studentenwerk bin Betreiber. So darf ich einen Vorschlag zur Güte machen. In der Weimarer Zeit lebte in Regensburg eine aufrechte Lehrerin mit Namen Elli Maltag. Eine Dame von hoher Bildung, eine Humanistin und interessiert an allen Strömungen, von links bis rechts, von atheistisch bis gläubig und an den Kommunisten und Freidenkenden. Daher ließ die politische Polizei sie von Hakenkreuzlern beobachten. Schließlich wurde ihr fristlos gekündigt. Ihr schlimmstes Vergehen, sie hatte bei linken Sinnkreisen Klavier gespielt. Sie wehrte sich, informierte die Presse, alle Eltern unterschrieben für sie. Aber für die Stadt Regensburg galt sie als gemeingefährlich. Und so wurde sie 1930 ins Nervenkrankenhaus Karthaus eingewiesen, in die geschlossene. Dort starb die gesunde Frau nach nur 11 Tagen. Von Justizmord war allenthalben die Rede. Ganz Deutschland diskutierte den Fall. Der berühmte Theaterautor Ödem von Horvath schrieb ein Stück über sie, Walter Mehring ein Gedicht, das von Ernst Busch gesungen wurde. Die Nazis verwischten ihre Spuren. Erst der Tübinger Professor Jürgen Schröder erkannte, Horvaths Stück war keine Fiktion. Es kam zu einer Elli Maltag Renaissance. Neue Theaterstücke entstanden, eine Musikgruppe benannte sich nach ihr. Doch nie wurde ihr öffentlich gedacht. Nun aber wäre Gelegenheit. Was meinen Sie? Soll das Theaterhaus Ihren ehrenvollen Namen tragen? Was schauen Sie mich da an? Ich bin nicht zuständig. Fragen Sie die Universität.
Sie ist die Eigentümerin. Ich soll zuständig sein? Du das Studentenwerk bist die Betreiberin und also die verantwortliche Stelle? Ich? Quatsch. Ich lese dir aus meinem amtlichen Schreiben vom 12.11.2007 vor. Das Studentenwerk hat den Kanzler Herr Dr. Blomeyer angefragt, ob eine Änderung möglich ist. Leider teilte Herr Dr. Blomeyer mit, dass keine Änderung der Beschriftung vorgenommen werden darf. Da die Universität für die Gebäude zuständig ist, bitte ich Sie, Ihr Anliegen zukünftig bei der Hochschulleitung vorzutragen, da das Studentenwerk nicht entscheidungsbefugt ist. Gezeichnet Gerlinde Frammesberger, Geschäftsführung. Ein Krampf. Ich lese dir jetzt aus meinem amtlichen Schreiben vom 19. November 2010 vor. Eine Rückfrage beim Studentenwerk. Als verantwortliche Einrichtung für das Studententheater hatte zum Ergebnis der von Ihnen vorgeschlagenen Umbenennung nicht zuzustimmen, gezeichnet Dr. Blomeyer, Kanzler. Nun gut, da sich die braven Eltern nicht einigen können und da das Kindlein ein Recht auf eine würdige Bezeichnung hat und sich sonst keine Zuständigkeiten finden lassen, taufe ich dich auf den wunderschönen Namen Elli Maldag Theater an der Uni. Studententheater ist nicht gegendert und muss sowieso geändert werden. Theater an der Uni ist enthalten. Perfekt. Im Namen der Liebe, des Verstandes und der heiligen Menschlichkeit. Amen. Elli Maldag Theater, niemals. Wo kommen wir denn dahin? Sollen Sie doch etwas in Karthaus nach ihr benennen, aber nicht hier bei uns. Ich schwöre, wenn jemand diesen Namen benutzt, dann wird er von mir verklagt. Da stimme ich dir vollständig zu. Elli Maldag Theater, so ein Krampf. Wir sind da an der Uni und was hat denn die Universität Regensburg mit den Angelegenheiten der Stadt Regensburg zu tun? Nichts, gar nichts. Da haben Sie meine vollste Unterstützung, wird das Studentenwerk. Danke, liebe Universität. Dann sind wir uns ja einig. Elli Maldag Theater, nie im Leben. Auf nimmer Wiedersehen. Ebenfalls. Ja, ja, und das Kind? Du? Weißt du eigentlich, was die Theatergruppen hochgestellt hat? Der Einsatzleiter hat gesagt, die haben gegen so eine Satzung verstoßen. Aha! Und gegen was für eine Satzung genau? Die haben auf ihrem Plakat statt Theater an der Uni Elli Maldag Theater druckt. Und das Studentenwerk hat es per Satzung verboten und hat's verklagt. Und deswegen werden sie jetzt ausgeschmissen. Aha! Und wer ist eigentlich die Elli Maldag? Boah, sie auch nicht. Irgendein Link geholt. Was sonst? Du, warst du eigentlich schon mal im Theater? Na, das ist halt mal erst mal. Ich auch nicht. Bin schon gespannt. Hoffentlich gibt's was Nackertes. Ja, hoffentlich. Ja, Einsatzdienststelle Süd ist in Ordnung. Der Einsatzleiter sagt Zugriff. Also dann, auf ins Theater! Auf ins Theater. Und das nur, weil wir statt Theater an der Uni Elli Maldag Theater an der Uni auf unsere Plakate gedruckt haben. Das interessiert uns nicht. Und was ist mit der Freiheit der Kunst? Beim Alver Welle protestiert, aber wenn in Regensburg eine Theatergruppe von der Polizei abgeführt wird, ist das in Ordnung? Auf geht's. Oder muss ich physische Gewalt anwenden? Na. Geh mal, geh mal! Endlich haben wir wieder Ruhe. Ja, endlich. Gut gemacht, Frau Kollegin. Danke. Sie wegen dem Namen, wie war's mit der Lösung?
draußen heißt es Studententheater und drinnen heißt es Theater an der Uni. Nein, umgekehrt. Draußen heißt es ja, nein, draußen heißt es Studententheater und drinnen Theater. Sie wissen selber. Danke, Herr Kollege, für Ihr Entgegenkommen. Eine geniale Lösung. So weiß jeder, wie das Theater heißt. Ja. Ja, keine Ursache. Haben Sie sich eigentlich schon einmal ein Stück von der Truppe angeschaut? Nein, nie. Mir hat das Theater gereicht, das ich mit denen gehabt habe. Ach, Frau Kollegin, das ist so schön, wie wenn man zum Laufen. Ebenfalls, Lomi. Ja. Rami? Lomi! Rami! Wer die hier dargestellten Szenen für überspitzt oder gar für Satire hält, dem sei gesagt, abgesehen von den witzigen Elementen hat sich alles genauso zugetragen. Nun wird es aber wieder Zeit für unsere Nominierungen. Für unseren Preis der Besten der Besten, der Superstars aus Regensburg, nominieren wir den Kanzler der Uni Regensburg, Christian Blomeyer, als den verantwortungslosesten Verantwortlichen aller Zeiten. Ebenbürtig in allen Belangen nominieren wir für unseren Preis der Besten der Besten der Superstars aus Regensburg Geschäftsführerin des Studentenwerks Niederbayern-Oberpfalz Gerlinde Frammesberger als die kulturzerstörendste Unzuständige aller Zeiten. Als Zusatznominierung stellen wir auf den gemeinnützigen Verein Kultur, der trotz aller Infos weiterhin das Studentenwerk als Bündnispartner führt und dem Ü-Theater jede Solidarität verweigerte. Und schließlich nominieren wir den SprecherInnenrat der Uni Regensburg, der dem Ü-Theater sogar die Akkreditierung verweigerte, mit der die studentische Gruppe andere Räumlichkeiten für ihre Auftritte hätte nutzen können. Nun kommen wir zum letzten Akt. Vier Freundinnen treffen sich gemeinsam zur wöchentlichen Schafkopfrunde. Das Stadtmarketing, die Regensburger Tourismus GmbH, der städtische Wirtschafts-, Wissenschafts- und Finanzreferent sowie die Vertreterin des Hotelvereins und der Altstadtkaufleute. Weiter. Weiter. Mit der Alten und gesucht es. Und geschmiert wird. Selber schmieren. Gar nicht so einfach, Frau Kollegin. Dafür braucht es Profis. Was? Die geht durch? Ich habe 3 Eichel auf der Hand. Und Trumpf. Wir verstehen uns. Wir verstehen uns doch. Alle. Bin mir da nicht so sicher. Kepler-Areal. 220 Wohnungen ab 130 Euro warm. 130 Euro. Und dann noch Studentenwohnungen. Studenten, die kein Geld haben. Sonst würden die ja nicht dort hausen. Was bringt das der Stadt? Nichts. Studenten müssen raus aus der Altstadt. Sehr richtig, Herr Stadtmarketing. Und die ganzen sozialen Einrichtungen dort. Drogenhilfe, Kleiderkammer, Kinderkrippe, Altentreff. Ein Sozialcafé und was sonst noch alles. Wir wollen die führende Einkaufsmetropole der Oberpfalz sein, aber jeder, der doch zuerst das Kepler-Areal sieht, denkt doch, wir sind ein Sozialamt. Der Wirtschaftsmarke Regensburg wird dadurch erheblicher Schaden zugefügt. Und Stich. Aber, liebe Frau Hotelverein nebst Altstadtkaufleute, es gibt dort doch auch ein Theater. Theater ist doch gut für Hotels und Läden. Quatsch. Entschuldigen Sie bitte, Herr Wirtschaftsreferent, aber glauben Sie wirklich, dass extra jemand anreist und bei uns übernachtet, nur um sich so ein Amateurtheaterstück reinzuziehen? Da gehen nur Hungerleider hin, die sich kein richtiges Theater leisten können. Haben kaum Geld für ein Cappuccino in der Altstadt. Darauf ist geschissen. Du gibst. So viel ich weiß, hat dort eine afrikanische Glaubensgemeinschaft einen Gottesdienstraum. Wie gesagt, Hungerleider, werte Frau Tourismus GmbH. Selbst wenn die Geld hätten, die müssen ja gar nicht raus aus ihrem Viertel, können nach dem Theater direkt
hinten das Restaurant und die Kneipe auf dem Kepler-Areal gehen. Das ist ja das Schlimme. Auf dem Kepler-Areal gibt es alles. Lebensmittel, Bank, Kleidung, Haushaltsgeräte, Kneipe und viele soziale Einrichtungen. Das hatten wir schon. Statt der kurzen Wege. Alles, was man braucht, fußläufig erreichbar. Auf dem Kepler-Areal perfekt umgesetzt. Aber für uns Altstadtkaufleute ist das der Tod. Die Leute müssen doch gezwungen werden, an unseren Schaufenstern vorbeizumarschieren. Wenn die Regensburger mitkriegen, was das eigentlich für eine geniale Anlage ist, wird es vielleicht sogar noch renoviert. Für mich persönlich am ärgerlichsten. Die Studenten haben kein Auto und sie brauchen auch keins. Das Kepler-Areal liegt ja direkt am Bahnhof. Und direkt am Schloss eine Zumutung für unsere Fürsten. Das auch, Frau Tourismus GmbH. Aber worauf ich hinaus wollte, Regensburg ist eine Autostadt. BMW, Continental und dann eine perfekte Umsetzung der Stadt der kurzen Wege. Das beißt sich doch. Also? RKK, Regensburger Kultur- und Kongresszentrum. Statt Sozialbauten ein Glaspalast als Entree in die Einkaufsmetropole der Oberpfalz. Ob das durchgeht? Die Regensburger haben schon dreimal so ein Ding auf dem Donaumarkt per Volksbegehren gekillt. Zu viel Verkehr, noch mehr Touristen, wollten lieber 1000 Wohnungen. Und auf dem Kepler-Areal könnten Bäume sterben. Stimmt schon. Aber wenn wir das geschickt einfädeln. Wie denn? Mitmachfalle. Wir tun einfach so, als könnten die Bürger mitentscheiden. Mit viel Tamtam, Pipapo und sehr viel Geld. Und wenn der Regensburger meint, er darf mitbestimmen, dann macht er sicher kein viertes Bürgerbegehren mehr. Wird schwierig. Das Kepler-Areal ist ja ein noch dümmerer Standort als der Donaumarkt. Bäume könnten sterben. Das hatten wir schon. Dann hätten wir das geklärt. Sozialbauten weg und ein Kultur- und Kongresszentrum hin. Nebst Tiefgarage und LKW-Zufahrtszone? Selbstredend. Ich werde noch heute mit den anderen städtischen Referenten sprechen. Vor allem Bau und Kultur. Und der Stadtrat und die Bürgermeister? Werden die nicht dagegen sein, weil die Bürger dagegen sind? Sehr gut. Ein RKK auf dem Kepler-Areal. Mein Stich. Frischer Fisch! Frisch gefangen in den Regensburger Sumpfgewässern. Gesund und öko und fast gar nicht teuer. Das ist der beste Fisch, den es jemals gegeben hat. Frischer Fisch! Frischer Fisch! Was haben Sie denn heute für ein Angebot, Herr Bürgermeister Jürgen Huber? Eine echte Regensburger Spezialität. Fett, würzig und kaum geräten. Den Regensburger RKK-Barsch. Ui, der will ja mal riechen. Na freilich, hier. Bah, der stinkt doch schon.
Kein Wunder, ist ja auch schon das vierte Mal, dass die den immer gleich Fisch verkaufen wollen. Das ist gar nicht wahr, das ist ein ganz neuer, ein ganz frischer JKK-Barsch. Das einzig Neue ist, dass jetzt auch die Grünen mitfischen, Herr Stadtrat Jürgen Mistold. Ihr wart doch immer gegen ein JKK. Ja, auf dem Donaumarkt. Aber auf dem Kepler-Areal ist das was ganz anderes. Ganz zufällig habe ich ein paar alte Pressemitteilungen der Grünen dabei. Scheiße. Als die Grünen noch in der Opposition waren und noch keinen grünen Bürgermeister gestellt haben. Eigentlich wollte ich darin ein paar Biofische einwickeln. Ein soziales Kulturzentrum zum Beispiel. Oder bezahlbare Wohnungen. Ja, aber die Wohnungen, wir haben doch ganz viele neue Wohnungen. Sie wissen doch, die Wohnbauoffensive. Ja, also gut, also bitte die bezahlbaren jetzt. Ich glaube, die sind uns jetzt, glaube ich, leider gerade ausgekommen. Aber Sie können sich auf die Warteliste setzen lassen und in 2-3 Jahren vielleicht schon. In der Pressemitteilung vom 28.11.13 steht, Baumassenstudie zeigt, Kepler Areal am Ernst-Reuter-Platz ist ganz und gar nicht geeignet für ein RKK. Die ewige Geschichte des Regensburger Kultur- und Kongresszentrums hatte heute eine weitere Variante der Geldverschwendung zu bieten. So der grüne OB-Kandidat Jürgen Huber. Ja, Mai, damals war ich noch nicht so erfahren in der Stadtpolitik. Jetzt sehen Sie noch schöne, große Bäume mit ausladenden Kronen am Ernst-Reuter-Platz. Damit wäre es vorbei, wenn das RKK hier hinkäme. Da werden ja wieder neue Bäume hingepflanzt. In 100 Jahren sind die genauso groß wie die jetzigen. Ich sage nur, messt sie an ihren Taten, nicht an ihren Versprechungen. Am Sonntag wird schön geredet, am Montag zückt man die Kettensäge. Sagt Huber! Sagt Huber, sagt Huber. Wenn man nicht mehr in der Opposition ist, sondern Bürgermeister und ein entsprechendes Gehalt hat und entsprechend viele Verpflichtungen, da sieht man halt die Sache anders. Hui, ich habe auch zufällig ein paar alte Pressemitteilungen dabei. Da wollte ich eigentlich weniger Autos einwickeln und einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Den kostenlosen Nahverkehr, den haben wir jetzt gerade zur Zeit nicht im Angebot. Aber dafür einen ganz neuen, einen super tollen Trambahnhai. Aha, die Pressemitteilung ist eine Rede des damaligen Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Jürgen Mistol, vom 8.10.2008. Da haben Sie gesagt, ein Kultur- und Kongresszentrum an diesem Ort würde den Alleengürtel als stadtbildprägende Grünfläche über das schon bestehende Maß hinaus zerstören. Dieses Argument ist für uns Grüne weiterhin von allergrößter Relevanz. Ja, und daran hat sich auch gar nichts geändert und das würde ich nämlich heute noch genauso sagen, aber das ist halt das Theoretische, war das dann und das ist dann im Praktischen. Was jetzt in der Beschlussvorlage steht, klingt fast wie ein Märchen. Es steht nämlich das genaue Gegenteil von dem drin, was die Verwaltung in den vergangenen Jahren zum Standort am Ernst-Reuter-Platz gesagt hat. Mich erinnert die Beschlussvorlage an den Satz, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Und was interessiert Sie, Ihr Geschwätz von gestern? Heute machen Sie sogar Werbung für ein RKK am Ernst-Reuter-Platz. Ich interessiere mich grundsätzlich für alle Anliegen aller Bürgerinnen und Bürger. Am 24.11.2008 setzten Sie sogar noch einen drauf, Jürgen Mistol. Dass hier ein Standort schön geredet und bei der Wertung getrickst wurde, erkennt ein Blinder mit Krückstock. Das ist total unfair und gemein, uns einfach unsere eigenen Aussagen vorzulesen. Weil es ist ja jetzt alles ganz anders. Die Bürgerinnen und Bürger dürfen nämlich von Anfang an mitbestimmen bei dem RKK.
Genau, und da machen wir nämlich extra eine Bürgerbefragung, machen wir den Stadtraum gemeinsam gestalten für 350.000 Euro. Wir lassen uns Mitbestimmung nämlich was kosten. Genau, und die werden dann an alle Haushalte in Regensburg werden die verschickt. 145.000 Stück. Die Frage zum RKK zum Beispiel geht so. Finden Sie es wichtig, dass die Stadt öffentliche Angebote für die Regensburgerinnen und Regensburger bei den Planungen zum RKK berücksichtigt? Sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig, unwichtig, weiß nicht. Hä? Und wenn ich gar kein RKK mag und schon gar nicht am Ernst-Reuter-Platz, was kreuz ich da an? Ja, ablehnen geht leider nicht, das wäre ja noch schöner. Bei so einer wichtigen Sache kann doch nicht der einfache Bürger. Ich meine, für was sind wir gewählt worden? Demokratisch? Es geht nur Zustimmung. Ja, aber doch in verschiedenen Stufen. Weil Sie können doch das ganz wichtig finden und nicht ganz so wichtig und ein bisschen weniger wichtig. Komm jetzt, wir machen unsere eigene Bürgerbefragung. Ein Bürgerbegehren, weil das ist die reinste Verarsche. Einverstanden. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Ja, aber der Fisch, der ist doch noch ganz frisch. Der kostet höchstens 100 Millionen und der macht höchstens 10 Millionen Minus. Das ist nämlich versprochen, weil wir Grünen erhalten nämlich unser Wort, weil das ist doch nicht... Das ist, Jürgen! Ja? Halt's Maul! Das Schicksal gönnt dir nur einen Ausweg. Rücktritt, nun geh! Oh weh! Oh weh! Was bleibt mir denn noch? Als Baureferentin Schimpfermann stand ich an vorderster Front, war Gesicht und Wort des RKK und der so brutal verschmähten Planung. Millionen durfte ich versenken zum Ruhme und Wohle der Reichen der Stadt. Doch nein! Die Bürger mit ihrem Entscheid entschieden und entschieden damit über mich. Welch Schande, welch grausame Demokratie. Nicht länger werde ich in meinem Amte bleiben. Im Stadtrat wird es demnächst heißen, abgewählt, oje. Nicht länger wirst du in deinem Amte bleiben. Im Stadtrat wird es demnächst heißen, abgewählt, nun geh. Was jammert ihr rum, ihr Toren? Was ist schon heute? Es zählt das Morgen. Schaut auf mich, schaut auf euer Vorbild, den Hans. Dreimal habe ich verloren, aber was wurde aus der Asche geboren? Ein maximal hässlicher Kasten bayerischen Größenwahns. Was ist zu tun?
kreist erstmal alles ab. Dann lass die Brache ruhen. Lass die Wunde offen. Lass sie schwären und stinken. Ihr könnt ein Fest darauf feiern. Tanzt auf dem Grab des Sozialbaus. Baut ein Riesenrad. Lasst Künstler sich prostituieren. Macht ein Provisorium daraus. Und wenn die Regensburger genug haben von der traurigen Lücke, bekommt ihr jeden Scheiß durch. Das ist des Planes Tücke. Und wenn die Regensburger genug haben von der traurigen Lücke, bekommt ihr jeden Scheiß durch. Das ist des Planes Tücke. O Dank, o Preis, o höchste Huld, heiliger Hans, du hast uns gerettet. Ich bleibe Bürgermeisterin und sorge gar, dass ich wieder zur Referentin gewählt werde für weitere 6 Jahre. Denn es ist nie zu spät für etwas Kontinuität. Denn es ist nie zu spät für etwas Kontinuität. Danke, danke. Ihr habt es sicher gleich gecheckt. Diese Szene wurde frei nach Die Troerin des berühmten Tragödiendichters Euripides gestaltet. Nun aber wieder zu unseren Nominierungen, zu unseren letzten. Für unseren Preis der Besten der Besten, der Superstars aus Regensburg, nominieren wir Stadtmarketing, Tourismus GmbH sowie Hotelverein nebst Altstadtkaufleuten für unermüdliches Bemühen, Regensburg so teuer wie nur irgendwie möglich zu machen. Der Besten der Besten, der Superstars aus Regensburg, nominieren wir die beiden Jürgen Huber und Mistol als die rückgratlosesten Politiker aller Zeiten. Für unseren Preis der Besten der Besten, der Superstars aus Regensburg, nominieren wir die städtische Baureferentin Christine Schimpfermann, stellvertretend für die schlechteste Stadtverwaltung aller Zeiten. Und nun, hochverehrtes Publikum, schreiten wir endlich zu unserer Preisverleihung, zur Wahl der Besten der Besten. Wir werden alle KandidatInnen nacheinander namentlich aufrufen. Eure Aufgabe ist es, den KandidatInnen mehr oder weniger Beifall zu spenden. Wir messen den Beifall anhand einer Skala von 0 bis 10. Alle über 5 bekommt die Mafia. Aber dafür müssen wir erst die Skala justieren. Klatscht mal dann bitte alle auf mein Kommando, so laut ihr könnt. 1... Halt, halt! Ich nehme sie alle. Alle? Ganz ohne Preis? Alle ganz ohne Preis. Sensationell gutes Material. Ja, gerne, gerne. Also hier durch den Bohlbergs. Rein damit. Scheidinger. Gloria von Thun und Augenblick. Ach, die ist ganz schlecht, ganz schlecht. Ach, wer da, Anno? Ah, und die CSU, die hätte ich Anno. Das ist Anno. Dem Bischof Boderholzer und bis zum Sprecher Clemens Neck und Generalvikar Fuchs. Qualifikation? Tricksen und Täuschen in Sachen Missbrauch. Haben die Kirche selbst als Missbrauchsopfer fantasiert? Männer des Glaubens sind uns immer willkommen. Ah, und hier im Sonderangebot. Behördenleiter Justiz, Polizei, IHK-Präsident, Geschäftsbühne der städtischen Töchter. Nein, jetzt reicht's aber. Macht's gut, arrivederci, hat mich gefreut. Und uns jetzt. Thank you.
aller Menschen funken, freier Bürgis Eigentum. Wir betreten tatentrunken, himmlische dein Eigentum. Deine Zauber binden wieder, was die Korruption geteilt. Alle Menschen singen Lieder, wo dein sanfter Flügel weilt. Wem der große Wurf gelungen, alle Spitzen los zu sein, wer die Stadt zurückerungen, mische ihren Jubel ein. Ja, denn selig sind die Menschen, wenn es wieder Mode ist. Städte dienen nicht Profiten, gutes Leben ist die Pflicht. Spekulanten und Beamte, wo ihr fehlt, ist Glück.